den letzten Jahren ist das Thema Digitalisierung immer stärker gewachsen. Unternehmen haben uns verstärkt angesprochen, dass sie merken, dass die Mitarbeiter von morgen dieses Thema Digitalisierung einfach verinnerlicht haben müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierung nicht nur was für die IT-Nutzer dieser Welt ist, sondern vor allem was für Leute, die das Business verstehen und vor allem auch die Kreativität haben, zu schauen, wie sieht die Digitalisierung der Zukunft aus und wie kann ich vor allem Geschäftsmodelle darauf anpassen. Zum einen geht es darum, die Innovation in großen Konzernen möglich zu machen, sprich organisationell auszulagern und dann die Ergebnisse aber auch wieder ins Unternehmen hineinzubringen. Aus unternehmerischer Sicht ist es super wichtig, Young Professionals zu finden, die die Möglichkeit haben, kreativ über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Vielleicht sogar alte Geschäftsmodelle neu zu erfinden, um die Wertbeständigkeit oder Weiterbeständigkeit von solchen Unternehmen zu gewährleisten. Das heißt, Flexibilität und Dynamik steht hier hoch im Kurs und wird natürlich auch von Absolventen zukünftiger Studiengänge erwartet, um das entsprechend dann in unternehmerische Praxis auch umsetzen zu können. In unseren beiden Studiengängen Digital Business Management und Digital Business Strategy wollen wir vor allem zwei Themenbereiche adressieren. Zum einen die Wirkung der Digitalisierung auf Unternehmen und zum anderen geht es um die Auswirkung der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen nur in einer Art Teamwork multidisziplinär gelöst werden können. Es ist wichtig, dass man als Manager mehr als früher die IT versteht, mehr mit den IT-Abteilungen zusammenarbeitet, aber daraus müssen sich dann Geschäftsmodelle ergeben. Das ist Managementaufgabe. Deswegen macht es total Sinn, als Hochschule zwei Studiengänge anzubieten, einmal im Bachelor- und im Masterbereich, die genau das schafft, nämlich Problemlösungskompetenzen für ein Problem von heute, für morgen im Bereich der Digitalisierung.